Temperatur und Atmosphäre sind die ersten grundlegenden Faktoren für Leben auf der Erde. Der blaue Planet verfügt über beides. Eine Temperatur, die Leben ermöglicht, und eine Atmosphäre, in der Lebewesen atmen können. Diese beiden Faktoren sind völlig unterschiedlich und doch gehören sie zu den Voraussetzungen, die sich für beides als ideal erwiesen haben. Einer dieser Faktoren ist bedingt durch die Entfernung zwischen Erde und Sonne. Auf der Erde wäre kein Leben möglich, wenn sie so nah an der Sonne wäre wie die Venus oder so weit davon entfernt wie der Jupiter. Selbst bei der Betrachtung des gesamten Universums wird es kaum möglich sein, so geringe Temperaturschwankungen wie auf der Erde noch einmal zu finden, da die Temperaturen im Universum von einigen Millionen Grad auf den heißesten Sternen bis zum absoluten Nullpunkt variieren, was eine Temperatur von minus 273 Grad Celsius entspricht. Innerhalb eines so riesigen Temperaturbereiches ist die Temperaturspanne, innerhalb der Leben möglich ist, extrem klein. Aber die Temperaturen unseres Planeten liegen genau in diesem Bereich. Die amerikanischen Geologen Frank Press und Raymond Sever bemerken zu den vorherrschenden Temperaturen auf der Erde Folgendes. Das Leben, wie wir es kennen, ist nur möglich in einem sehr schmalen Temperaturbereich. Dieser Bereich beträgt vielleicht 1 oder 2% des Bereichs zwischen dem absoluten Nullpunkt und der Oberflächentemperatur der Sonne. Die Aufrechterhaltung dieser Temperaturspanne hängt unter anderem von der Wärmestrahlung der Sonne und der Entfernung zwischen Erde und Sonne ab. Berechnungen zufolge würde eine Verringerung der abgestrahlten Sonnenenergie um nur 10% dazu führen, dass die Erdoberfläche von einer mehrere Meter dicken Eisschicht bedeckt werden würde. Würde die abgestrahlte Energie hingegen nur ein ganz wenig ansteigen, so würde alles Leben verbrennen und sterben. Doch es muss nicht nur die ideale Durchschnittstemperatur geben. Die Wärme muss auch relativ gleichmäßig über den gesamten Planeten verteilt sein. Eine Vielzahl spezieller Vorkehrungen wurden getroffen, um sicherzustellen, dass dies geschieht. Die Erdachse ist in einem Winkel von 23 Grad und 27 Minuten in Relation zu ihrer Orbitalebene geneigt. Diese Neigung der Erdachse verhindert eine Überhitzung der Erdatmosphäre. Wäre die Erdachse nicht geneigt, wäre der Temperaturunterschied zwischen den Polen und dem Äquator größer und die Klimazonen wären nicht so gleichmäßig und nicht unter solch angenehmen Bedingungen bewohnbar. Die Rotationsgeschwindigkeit der Erde um ihre Achse trägt ebenfalls dazu bei, die Temperaturverteilung in der Balance zu halten. Die Erde dreht sich innerhalb von 24 Stunden einmal um ihre eigene Achse, was dazu führt, dass die Tage- und Nachtphasen relativ kurz sind. Weil diese so kurz sind, ist der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht nicht sehr groß. Die besondere Bedeutung dieser Tatsache kann man an dem extremen Beispiel des Merkur sehen. Da die Rotationsgeschwindigkeit des Merkur um seine eigene Achse so gering ist, dauert ein Merkurtag länger als ein Erdenjahr und der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht erreicht beinahe 1000 Grad Celsius. Und der Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht erreicht beinahe 1000 Grad Celsius. Derartige Temperaturschwankungen lassen kein Leben zu. Die geografische Beschaffenheit der Erde trägt ebenfalls zur gleichmäßigen Wärmeverteilung bei. Zwischen den Polarregionen und den Äquatorialregionen besteht ein Temperaturunterschied
von etwa 100 Grad Celsius. Solches Temperaturgefälle innerhalb eines großen Bereichs gleicher geografischer Länge würde Stürme mit extremen Windgeschwindigkeiten von bis zu 1000 km in der Stunde verursachen. Die alles hinwegfegen würden, was ihnen in den Weg käme. Stattdessen ist die Erde voller geografischer Barrieren, welche diese enormen Bewegungen von Luftmassen verhindern, die ein solches Temperaturgefälle normalerweise verursachen würde. Gleichzeitig gibt es eine Anzahl automatisch ablaufender Prozesse, die dazu beitragen, die atmosphärische Temperatur im Gleichgewicht zu halten. Wenn sich ein Gebiet aufheizt, verdampft das Wasser dort schneller und es bilden sich Wolken. Diese Wolken reflektieren mehr Licht zurück in den Weltraum und regnen ab. Das verhindert sowohl eine weitere Erwärmung des Bodens als auch der Luft.